Ich bin Antonia Kraut und ich bin Franziska Kraut und wir zwei sind wir als Schwestern jetzt in der 8. Generation im Modehaus Kraut. Bei uns im Modehaus gibt es auf 1200 Quadratmetern Mode für Damen und seit letztem Jahr auch auf 400 Quadratmeter Mode für Männer. Wir blicken als Familienunternehmen jetzt auf eine Firmengeschichte von 250 Jahren zurück. Also die Gründung war im Jahr 1771 als Gemischtwarengeschäft im alten Rathaus genau gegenüber. Wir haben in den letzten zwei Jahren unsere Verkaufsfläche um insgesamt 600 Quadratmeter vergrößert und modernisiert. Unsere Weichen sind auf Zukunft gestellt, deswegen haben wir jetzt auch die letzten zwei Jahre schon immer wieder umgebaut. Und mit uns zwei kann das Unternehmen gut in die Zukunft starten. Wir sind im Verkaufsteam 30 Kolleginnen und dazu kommen dann noch unser Büro, unsere Logistik, unser Reinigungsteam und natürlich auch unsere Hausmeister. Und somit sind wir in Deckendorf insgesamt 40 im Team. Ich bin seit 2003 beim Modehaus Kraut, mache jetzt im neuen Herrengeschäft praktisch am Verkauf und am Einkauf. Insgesamt im Modehaus Kraut haben wir 100 Firmen, davon sind 30 allein bei den Herren jetzt hier. Ich bin seit 14 Jahren im Modehaus Kraut. Ich bin derzeit in der Frauenwelt tätig und habe halt auch meine Lehre gemacht. Mir gefällt es nach wie vor super gut. Wir kommen alle zusammen und wir haben einfach einen Spaß miteinander in der Arbeit. Und uns ist auch ganz wichtig, dass wir den Spaß, den wir bei der Arbeit haben, auch nach außen an unsere Kunden weitergeben. Und ich glaube, das spürt man einfach, wenn man bei uns reinkommt, dass bei uns eine gute Stimmung ist. Für uns sind die Begegnungen im Geschäft mit den Landkreisbewohnern, aber auch mit den Gästen im Landkreis einfach das, was unsere Arbeit ausmacht. Der Landkreis Deckendorf ist für uns nicht nur unser Firmensitz, sondern einfach unsere Heimat. Wir sind beide wieder zurückgekehrt und gern zurückgekehrt. Und wir profitieren als Unternehmen einfach von dem großen Einzugsgebiet im Landkreis und auch über die Landkreisgrenzen hinaus.